An der Börse lässt sich glänzend in Länder, Regionen, Branchen oder auch ganz gezielt in Themen investieren. Vor allem letztere Möglichkeit erfreut sich immer größerer Beliebtheit, in erster Linie mit Hilfe von Fonds, die beispielsweise in Megatrends investieren. Fragen dazu jetzt an Dirk Fischer, ist Geschäftsführer der Patriarch Multimanager GmbH. Herzlichen Dank einmal mehr für den Besuch hier in Frankfurt an der Börse. Wir reden über Trends. Welche Trends, Herr Fischer, haben Sie für 2018 ausgemacht? Wir haben für 2018 eine ganz neue Idee, für die wir den Vertriebsauftrag übernehmen. Es ist ein neuartiger Themenfonds, der sich mit der Veränderung der weltweiten Handelsmärkte beschäftigt und der in vier Segmente investieren wird. Das eine ist Transport und Logistik, Infrastruktur, Schifffahrtsmarkt und 3D-Druck. Und mit diesem breit gefächerten Ansatz ist es ein völlig neuartiges Konzept. Das sind natürlich in der Tat spannende Trends, spannende Themen, die Sie uns da gerade genannt haben. Aber es überrascht mich offen gesagt ein wenig, denn ich habe Sie bisher anhand auch unserer Interviews immer in die Richtung Aktienmarktexpertise gepackt, wenn ich das so salopp sagen darf. Was verbindet Sie denn nun mit dem Know-how beispielsweise für den weltweiten Warenhandel? Haben Sie völlig richtig erkannt, Herr Franek. Das Know-how kommt auch nicht von uns, sondern es kommt von dem mandatierten Fondsberater. Das ist die Firma Lloydfonds AG, also einem absoluten Kenner der weltweiten Handelsmärkte, der uns dort unterstützt und auch für die Fondspositionierung zuständig ist. Ist übrigens kein neuartiges Konzept, machen wir bei all unseren anderen Patriarchfonds auch, dass wir uns immer auf die externe Expertise verlassen und fußen. Und auch in diesem Fonds wird das Erfolgsgeheimnis sein. Und wir glauben, dass wir mit der Firma Leute einen exzellenten Experten eingekauft haben. Hand aufs Herz, die Themen Schifffahrt, Container beispielsweise, Transport sind bei vielen Anlegern nicht unbedingt positiv besetzt aus den vergangenen Jahren. Manch einer ist da eher zurückhaltend geworden, Herr Fischer. Was entgegnen Sie den Vorsichtigen? Ich glaube, da fließen zwei Themen ineinander. Ja? Also diejenigen, die zum Beispiel den Bereich Schifffahrt eher negativ besetzt haben, die denken dort an geschlossene Fonds, also illiquide Investments, die eine hohe Fremdfinanzierung hatten und sich über eine Beteiligung an einem Objekt dargestellt haben. Das tun wir nicht. Wir investieren einfach nur in börsennotierte Schifffahrtsaktien, also ganz normale internationale Aktien. Und auch der Schiffsbereich macht in unserem Fonds zu Beginn nur 30% aus und wird dann ständig nach Attraktivität neu gewichtet. Und insofern muss man vielleicht einfach auch mal beobachten, was hat sich so an der Börse getan. Die letzten anderthalb Jahre, mal gemessen am Global Shipping Index des DAXes, war das ein absoluter Outperformer. Also seit anderthalb Jahren gibt es schon eine riesen Trendwende. Nahezu niemand hat sie gemerkt. Also wenn man den DAX dagegen stellen würde, sieht er richtig schwach aus. Wir haben das schon gemerkt und haben gesagt, das ist ein interessantes Segment. Wenn ich noch einen weiteren Index dazu nehme, den DAX Sektor All Logistik und Transport, auch da würde der DAX nur die Rücklichter sehen. Also ich glaube, wir haben da eine sehr, sehr schöne Kombination von zukunftsträchtigen Themen. Dann lassen wir mal dieses Thema hinter uns, machen einen Haken hinter, gegen aufs andere Thema. Denn wir haben jetzt Schifffahrt, Infrastruktur, Transport, Logistik gehabt. Da leuchtet mir ein, das passt im weitesten Sinne zusammen. Aber wie passt jetzt der Megatrend 3D-Druck dazu? Das fragen uns tatsächlich viele. Also dieser Fonds hat ja vier Segmente und jedes dieser Segmente hat eine gewisse Funktion. Also bei Infrastruktur und Transport und Logistik, da sind es stabile, nachhaltige, sehr, sehr starke Trends, die einfach für die Stabilität des Fonds sorgen. Dann haben wir den Schifffahrtsmarkt, der ist so ein Turnaround-Kandidat, wie es jetzt die letzten anderthalb Jahre gezeigt hat, also enormes Kursaufholpotenzial. Und der 3D-Druck ist für uns unser Game-Changer in den weltweiten Handelsmärkten. Man muss sich Folgendes vorstellen: Wenn die Dynamik im 3D-Druck anhält, so wie sie die letzten Jahre verlaufen ist, dann wird es diese Handelswege komplett revolutionieren. Weil irgendwann werden dann in der Nähe des Verbrauchers einfach die Produkte aus dem 3D-Drucker rausfallen und es muss gar keine Ware mehr von A nach B transportiert werden. Zu Anfang des Fonds werden wir das zu 10% gewichten in dem Fonds. Und je stärker die Entwicklung dort vorschreitet, wird dieser Faktor angehoben werden. Und die traditionellen Handelsmärkte wie Schifffahrt zum Beispiel werden dagegen schwächer werden im Fonds, eben genauso, wie sich der Welthandel entwickeln wird. Wie lautet jetzt Ihr Fazit? Wo sehen Sie Einsatzmöglichkeiten für den Fonds, Herr Fischer? Und welche Zielgruppen haben Sie ausgemacht? Also die Leute suchen ja immer nach Alternativen für die Niedrigzinsphase. Und ich glaube, das müssen halt besonders spannende Themen sein. Und ich glaube, mit diesem Fonds haben wir wieder ein ganz besonderes Thema, was es am Markt vorher nicht gegeben hat. Auch dieser Wunsch nach
Assets, die nicht miteinander korrelieren. Das wird dieser Fonds hervorragend bedienen, weil kein Anleger wird etwas Ähnliches bisher im Portfolio haben. Also insofern glaube ich, dass es sowohl eine Idee für Privatanleger ist, als auch für institutionelle Anleger. Und wer vielleicht noch ein Argument für diesen Fonds braucht, ein Wort vielleicht nochmal zum Bereich Infrastruktur. Wenn man in die großen Portfolien der Versicherer reinschaut, in die Deckungsstöcke der Allianz, der AXA, dann sieht man ganz oben als oberste Position keine festverzinslichen Werte mehr, sondern einfach Infrastrukturbeteiligung, wo es noch auskömmliche Renditen gibt und Stabilität. Und wenn das die großen Versicherungsriesen für ihre konservative Anlage tun, dann ist das, und bei uns im Fonds ist es nur ein Segment, dann ist das, glaube ich, für einen Anleger sehr, sehr spannend. Wieder eine neue Idee, mitgenommen vom heutigen Interview mit Dirk Fischer, Geschäftsführer der Patriarch. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.